Vom hohen Norden Britanniens zog sich eine tausende Kilometer lange Grenze quer durch Europa, der Limes. Ein eiserner Vorhang des römischen Weltreichs. Flüsse, Palisaden, Mauern bildeten Roms Bollwerk gegen die Barbaren. Am Limes entstanden aus Militärlagern blühende Siedlungen, geschützt von einer gewaltigen Grenzanlage und den Legionen. Doch wie bedroht waren die Städte? Was geschah, als die Supermacht Schwäche zeigte? Wie begegnete sie der Gefahr am Limes? Dort unten verlief der Limes, der das römische Reich von den Barbaren, den freien Germanen, trennte. Doch das größte Bauwerk, das jemals in Europa errichtet wurde, ist an vielen Stellen unsichtbar. Zerstört durch intensive Landwirtschaft. Wie sollen die Wissenschaftler nach beinahe 2000 Jahren die Rätsel des Limes lösen, wenn es ihn gar nicht mehr gibt? Ein Experiment soll verblüffende Aus- und Einsichten bringen. Wo alte Flurkarten Türme verzeichnen, wo Bodenerhebungen auf Fundamente schließen lassen, werden Strohballen aufgeschichtet, imaginäre Limes-Wachtposten. Das Ergebnis beweist, alle Türme hatten direkte Sichtverbindung zueinander. Signale konnten so blitzschnell weitergeleitet werden. Die Grenzen des Römischen Reiches zerschnitten Europa in zwei Teile. Um Christi Geburt sicherten Rhein und Donau die Eroberungen nördlich der Alpen. Doch die natürlichen Grenzen waren lang. Um eine kürzere Verbindung zu erhalten, schoben sich die Römer in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts tiefer hinein ins Barbaricum. Wo verlief er genau, der Limes? Christoph Schäfer von der Universität Trier untersucht den militärischen Charakter des Schutzwalls. War er wirklich ein unüberwindliches Bollwerk? Die Grenzen, die werden verteidigt, sicher, aber wir dürfen uns sie nicht vorstellen als eine Frontstellung, ähnlich wie etwa das dann befestigte Stellungen im Ersten Weltkrieg oder auch vor dem Zweiten Weltkrieg dann darstellen. Das ist kein Atlantikwall, den man da vor sich sieht. Aber was war der Limes dann? Die Forscher sehen außer Landschaft gar nichts. Ein Infrarot-Laserscanner unter dem Helikopter soll deshalb das Bodenprofil zentimetergenau abtasten. Der Scanner blickt durch Felder und Wälder hindurch. Die Hoffnung der Forscher, das Gerät soll den unsichtbaren Limes sogar tief im Wald entdecken. Vermessungsprofi Martin Scheich hat sich auf diese neue Technologie spezialisiert. Der Plan funktioniert. Eine schnurgerade Linie wird in der Mitte des Scannerstreifens sichtbar. Die römische Reichsgrenze, mitten durch Deutschland. Auswertung im Hangar. Schäfer ist fasziniert. Der Wald wurde einfach weggerechnet. Wall und Graben sind deutlich zu erkennen und zentimetergenau eingemessen. Dem Althistoriker fällt eine quadratische Struktur auf. Ein Wachtturm, wahrscheinlich aus der ersten Ausbauphase des Limes. Plura limites. Damit sind Schneisen gemeint. In die Wälder Germaniens geschlagene Patrouillenwege standen zu Beginn der Kontrollzone, die in Baden-Württemberg eine rätselhafte Besonderheit aufweist.
Die Sperranlage verläuft hier über viele Kilometer absolut geradlinig durch das Land. Über Berg und Tal, wie mit einem Lineal gezogen. Uhr morgens, minus 16 Grad Celsius. Arbeitsbeginn für angehende Vermessungsingenieure der Technischen Hochschule Stuttgart. Machst du einen Reflektorstab da noch ein bisschen höher? Den Grund der Mühen erklärt Projektleiter Siegfried Schenk. Die Römer haben diesen Limes, man möchte sagen, bolzengerade durch die Landschaft gezogen. Und für uns Geodäten ist es natürlich interessant festzustellen, wie gerade ist der überhaupt? Ein schwieriges Unterfangen für die Studenten. Denn welches sind die Referenzpunkte der antiken Befestigung? Ist es die Mitte des Grabens? Sind es die Originalfundamente der Türme? Oder die Reste der ursprünglichen Wallkrone? Nummer 7 noch? Ja. Alles klar. Nach tausenden von Messungen ein unglaubliches Ergebnis. Okay. Auf einer Strecke von 50 Kilometern weicht der Limes nur 90 Zentimeter von der Ideallinie ab, bezogen auf die Mitte des Grabens. Diese 50 Kilometer lange Gerade mit dieser Präzision abzustecken, das ist eine riesengroßartige Leistung. Wir wissen heute noch überhaupt nicht, wir haben keine Vorstellung, wie die römischen Geometer oder Baumeister so etwas hinbekommen haben. Und warum überhaupt? Wollten sie die Barbaren jenseits der Palisade mit ihrer Ingenieurskunst beeindrucken? Denn strategisch ist diese Meisterleistung sinnlos, weil günstige Topographie nicht genutzt wurde. Die schnurgerade Linie muss eine Demonstration des Wissens und damit der Macht gewesen sein. Ob die Germanen sich dadurch tatsächlich einschüchtern ließen? Im Ganzen gab es 7000 Kilometer Reichsgrenze zu schützen. Und überall galten die gleichen Vorschriften. In Germanien war sogar das Essen genormt. Die Mahlzeiten wurden vorgeschnitten und portioniert an den 900 Wachtürmen angeliefert. Essen auf Rädern sozusagen. Da draußen lag das kalte, raue Land, von dem römische Autoren schaudernd berichten, bewohnt von wilden Tieren und unzivilisierten Barbaren. Da draußen lauerte der Feind, der 9 nach Christus den römischen Statthalter Varus und seine 3 Legionen verheerend geschlagen hatte. Germania Magna, ein unberechenbarer Nachbar. Römische Truppenverbände waren im Rückraum des Grenzwalls stationiert. Warum nicht direkt am Limes? Die militärische Funktion der Limites besteht vor allem darin, dass man eine Kontrolle hat über Einfälle, die in etwa kommen, dass man sehr schnell Signale an rückwärtige Lagerstellungen weitergeben kann und dann in einer zangenförmigen Bewegung Truppen heranführen kann, um im Feld dann den Gegner jeweils zu packen und zu besiegen. Die Kavallerie des Kaisers, eine schnelle Eingreiftruppe. Ihre eisernen Gesichtsmasken verraten keinerlei Emotionen, zeigen keine Angst. Das ausgefeilte Alarmsystem am Limes setzte eine der perfektesten Militärmaschinerien der Weltgeschichte in Gang. Die Reiter stellten herannahende Feinde blitzartig schon im Vorfeld. Voraussetzung war die Stationierung einer ausreichenden Zahl von Soldaten. Der obergermanisch-rätische Limes war immerhin 550 Kilometer lang und überall konnten Germanengruppen auftauchen. Sechzig Großkastelle errichteten die Römer entlang der Grenze. Ein besonders eindrucksvolles lag im heutigen Aalen, das bedeutendste Reiterkastell nördlich der Alpen. Es beherbergte 1000 Kavalleristen,
zumindest auf dem Papier. Die Sollstärken der Garnisonen wurden nur selten erreicht. Denn die Truppen wurden eiligst immer dorthin verlegt, wo das Imperium am meisten bedroht wurde, von Britannien bis nach Afrika. Und auch die Haushaltslage war wichtig. Wie viel Schutz der Grenzen konnte sich der Kaiser leisten? Wie gefährlich die Germanen tatsächlich waren, kann die Untersuchung von Kaiserstatuen verdeutlichen. Ein solches Standbild besaß jedes Kastell, aber keines ist erhalten geblieben. Die eindringenden Stämme haben beim Fall des Limes alles kurz und klein geschlagen. Die winzigen Teile, ein Sinnbild für den berüchtigten Furor Teutonicus, den gefürchteten Wutrausch der Germanen. Eine Zehe, ein Teil des Brustpanzers, der Feldherrnstab, eine Nase, aber kein komplettes Gesicht eines römischen Herrschers. Wie gut aber schützte der Limes die Provinz Rätien, das fruchtbare Vorland der Donau? Für Forscher ist ein Ort besonders spannend, Ruffenhofen in Franken. Lange vor Sonnenaufgang macht sich das Team um Joachim Vogt bereit. Früh am Morgen sind die Bedingungen für eine Fahrt im Heißluftschiff am besten. Anblasen, Hüllencheck. Im Gegensatz zum Zeppelin hat ein Prallluftschiff, neudeutsch Blimp, keine starren Streben. Start. Das aufblasbare Luftschiff fährt langsam und in geringer Höhe den Limes ab. Eine schnurgerade Hecke, die einst bis 4 Meter hohe weiß-rote Teufelsmauer, ein in Stein ausgebauter Abschnitt. Aus der Luft wird deutlich, wo der Grenzverlauf abknickte. Von oben nicht zu sehen, an dieser Stelle lag ein veritables Römerkastell. Jahrhundertelange Bearbeitung des Bodens hat es verschwinden lassen, zumindest oberirdisch. Doch unterirdisch sind Nachrichten aus dem Kastell erhalten geblieben. Geophysik macht die Anlage wieder sichtbar. Und ich bin bereit. Das Areal ist nie überbaut worden. Ein Glücksfall im dicht besiedelten Deutschland. Die Radarwellen, elektrische Ströme und das Erdmagnetfeld werden nur von den römischen Eingriffen gestört. Aus diesen Daten errechnen die Geophysiker um Jörg Fassbinder den Grundriss des Militärlagers Ruffenhofen. 4 Verteidigungsgräben umgaben die Anlage aus dem 2. Jahrhundert. Ein Reiterkastell für 500 Mann, die regelmäßig am Limes patrouillierten oder auch zum schnellen Einsatz mit ihren Pferden alarmiert wurden. Deren Mist ist für die Forscher Gold wert. In ihm gedeihen, auch unterirdisch, ganz wunderbar auffällig strahlende magnetische Bakterien. Hinweis auf die Stelle der römischen Kavallerie. Ein Blimp kann bis 5 Meter über den Boden hinunterfahren oder auch stillstehen. Und ohne Rotorblätter wirbelt das Luftschiff keinen Staub auf, wie ein Hubschrauber. Das wäre bei einer Grabung auch gar nicht zulässig. Gut zu erkennen, die Kirche ist mitten in ein Kleinkastell hineingebaut. Entdeckungen ohne Spaten. Aber auch die Luftbilder verschweigen, warum Roms Grenze in Gefahr geriet. Über die wahre Funktion des Limes wird unter Gelehrten trefflich gestritten.
Dazu muss immer noch gegraben werden. Manchmal sogar in tiefen Matsch. Ein abgelassener Weiher, der zur Karpfenzucht genutzt wurde, bietet den Archäologen eine einmalige Chance. Feuchtigkeit konserviert organische Stoffe. Schicht für Schicht hinunter in die Vergangenheit. Ein Ofen. Er stand einst im Vicus, der zivilen Siedlung vor den Toren des Kastells. Glasscherben. Der Luxus kam also auch bis nach Dambach am Fuße des Hesselbergs in Mittelfranken. Zuerst als kleines Numeruskastell angelegt, wurde es später zum Kohortenkastell ausgebaut. Warum? Wuchs die Gefahr am Limes? Die Hölzer im Schlamm sollen diese Frage klären helfen. Holzpfähle wurden als Fundamente der Wehranlagen in den damals schon sumpfigen Boden gerammt. Mit vereinten Kräften ringen die Ausgräber der Erde ein Beweisstück ab. Der angespitzte Pfahl ist perfekt erhalten und dick genug, damit Dendrochronologen, Baumringforscher aus dem Muster der Jahresringe sein Felldatum ermitteln können. Sorgfältig gereinigt, in Scheiben geschnitten, wird die Oberfläche des biologischen Kalenders rasiermesserscharf glatt präpariert. Kreide, ein Geheimrezept. Sie lässt die Jahresringe der Baumscheibe plastischer erscheinen. Unter dem Mikroskop wird der Abstand der einzelnen Jahresringe zueinander Hundertstel Millimeter genau vermessen und die Baumart bestimmt. Aus den unterschiedlichen Abständen ergibt sich ein Muster, das über einen Baumringkalender gelegt wird, der 12.000 Jahre zurückreicht. Stimmen die Muster überein, wissen die Forscher auf das Jahr genau, wann der Baum abgeholzt wurde. 182 nach Christus wurde die Eiche gefällt und wohl auch bald in den Sumpf von Dannbach gebohrt. Vermutlich verstärkte man um diese Zeit das Limeskastell. Das passt ins Bild. Kaiser Commodus ließ Ende des 2. Jahrhunderts die Grenzanlagen ausbauen, sowie auch im Taunus das Kastell Holzhausen. Die Bedrohung nahm zu. Nach Jahrzehnten relativer Ruhe gerät der Limes an der Wende zum 3. Jahrhundert immer mehr unter Druck. Auch im mittelfränkischen Weißenburg fanden die Archäologen Anhaltspunkte für die wachsende Unsicherheit der Römer. Schäfer diskutiert mit Sebastian Sommer, dem Chef der Bayerischen Bodendenkmalpflege, und seinem Mitarbeiter Robert Frank die virtuelle Rekonstruktion des Kastells. Ungewöhnlich ist die Höhe der Gebäude, Raum zur Vorratshaltung. Gefüllte Getreidespeicher waren entscheidend für einen erfolgreichen Feldzug oder auch bei einer Belagerung durch germanische Stämme. Denn die wurden immer frecher. Immer häufiger überquerten Gruppen die Grenzlinie, immer größere Invasionswellen brandeten gegen den Limes. Auch die Tempeldiener von Weißenburg gerieten in Panik. Ein Zufallsfund lieferte 1979 den Beweis für die Furcht vor anrückenden Barbaren. Nur 70 Meter von der Therme entfernt will ein Mann ein Spargelbeet anlegen. Beim Umgraben stößt er auf Metall. Da ahnt er noch nicht, dass er durch den Finderlohn zum Millionär werden wird. Ein Tempelschatz. Wohl im Zusammenhang mit den Einfällen elbgermanischer Alemannen. Um 233 von den Römern vergraben. In der vergeblichen Hoffnung, ihn wieder bergen zu können. Kostbare Statuetten. Der Götterbote Merkur.
Juno und Jupiter, die höchsten Götter. Mars, der Kriegsgott. Ein Merkur mit keltischem Halsring und einer mit Hermesstab. Apollo mit einer Leier. Sie alle konnten den Limes nicht schützen, auch nicht Venus und Victoria. Wie konnten sie nur ihre Siegesgöttin vergraben? Im Barbaricum, im Land der Bären und Wölfe, in den nebeligen Urwäldern Germaniens, braut sich Ende des 2. Jahrhunderts etwas zusammen. Die friedliche Nachbarschaft mit befreundeten Clans, mit denen die Römer Geschäfte über die Grenze hinweg machten, war gestört. Auch das Klima änderte sich. Es wurde deutlich kälter und trockener. Die Ernteerträge gingen zurück, die Bäume wuchsen langsamer nach, die Ressourcen wurden immer knapper. Jeder strenge Winter verstärkte die Not in den strohgedeckten Hütten. Die alte Ordnung schien sich aufzulösen. Aus den Tiefen des Barbaricums drängten neue Stämme gen Süden. Aus gelegentlichen Raubzügen wurde der Beginn der Völkerwanderung. Immer mehr machten sich auf den Weg. Das reiche Imperium lockte. Mit jeder Missernte nahm der Druck auf die Grenze zu. Nun waren die rückwärtigen Truppen gefordert, auch die Kriegsschiffe der Binnenflotte. Die Boote funktionierten wie mobile Kleinkastelle, sogenannte Burgi. Vom Wasser aus überwachten sie die gesamte Grenzzone, Hinterland und Vorfeld. Die Stärke dieser schwimmenden Waffensysteme, sie wurden von Soldaten gerudert. An Brennpunkten konnten sie sofort an Land gehen und eingedrungene Germanen stellen. Der Militärexperte Christoph Schäfer ist von ihrer Schlagkraft überzeugt. Er hat ein solches Schiff nachgebaut und getestet. Die Kriegsschiffe sind sicherlich sogar mehr als kleine Burgi, einfach weil sie diese hohe Effizienz und Beweglichkeit haben. Man kann nicht nur Aufklärung und Grenzkontrolle mit ihnen betreiben. Man kann natürlich auch Landungsoperationen, Offensivaktionen durchführen und dann eben einem Gegner in den Rücken fallen. Die Donau bei Steppberg. Eine strategisch extrem wichtige Stelle für die Römer. Hier sollen sie eine Brücke mit 20 Pfeilern und einer Gesamtlänge von 500 Metern errichtet haben. Unterwasserarchäologen versuchen, Beweise dafür aufzuspüren. Bojen markieren die Lage schon identifizierter Pfeilerfundamente. Die Donau führt Hochwasser. Die Strömung ist schnell und gefährlich. Trotzdem machen sich die Taucher um Markus Prell bereit. Sie wollen im Altarm nach weiteren Pfeilern suchen, denn der Fluss hatte früher einen anderen, ungezähmteren Verlauf. Althistoriker Schäfer ist gespannt. Gelingt es, weitere Überreste zu lokalisieren? In der römischen Literatur existiert keine präzise Beschreibung der technischen Meisterleistung. Besonders klar ist das Wasser der blauen Donau nicht gerade. Dennoch finden die Taucher mächtige Holzpfähle, die Gründungspfeiler der Hauptbrücke. Aber wieso keine Steine? Bislang gingen die Historiker von Steinfundamenten aus. Unter Wasser werden Holzproben entnommen. Im dendrochronologischen Labor verraten sie, wann der gewaltige Brückenschlag erfolgte. In der Mitte des 2. Jahrhunderts.
genau zu der Zeit, als die Donauprovinzen ausgebaut wurden. Okay, da ist die Brücke. Die Brücken waren damals wie heute natürlich strategisch ungeheuer wichtige Punkte. Es gab viel weniger Brücken über die großen Ströme als heutzutage. Und da lief natürlich dann auch Handelsverkehr drüber. Und im Zweifelsfall konnte man relativ schnell darüber ganze Armeen verlagern. Die Grenze zu Germania Magna, jenem Land, das die Römer nie erobert haben, blieb eine unsichere Grenze. Stark befestigt war der Endpunkt des Landlimes. Dort, wo die künstliche Sperrlinie wieder auf einen Fluss stößt, Eining an der Donau. Der Strom bildet ab hier den nassen Limes bis zum Schwarzen Meer. Das Kastell Eining lag in der Antike direkt am Ufer. Doch der Flusslauf hat sich über die Jahrhunderte verschoben. Deutlich zu erkennen sind die Fundamente von Mauern, Mannschafts- und Stabsgebäuden und der Therme. Doch die Archäologen fanden noch mehr heraus. In den Markomannenkriegen um 170 wurde das Kastell zerstört, die nasse Grenze überrannt. Die gesamte Provinz Rätien entglitt zeitweise der römischen Kontrolle. Der Schutz der Handelsschiffe hatte nun höchste Priorität. Die Donau war die Hauptschlagader des Verkehrs, der Nachschub für das Heer kriegsentscheidend. Gefahr drohte auch durch wilde, unbändige Natur an den Außenrändern des Imperiums. Der Donaudurchbruch bei Weltenburg, eine spektakuläre Urlandschaft. Das Flussbett hat sich tief in den Fels eingegraben. Mit bloßem Auge sind die tobenden Stromschnellen und Untiefen der engen Durchfahrt zu erkennen. Tödliche Hindernisse. Doch die Gefahr für die Mannschaften wurde in Kauf genommen. Der Güterumschlag war wichtiger. Wertvolle Frachten werden natürlich auf den Strömen, gerade auch auf den Stromgrenzen, transportiert. Auch darüber hinaus, wenn Operationen im Bereich jenseits der Grenze laufen, werden die Truppen über die Flusswege meist versorgt. Das heißt, dafür braucht man dann aber auch einen Begleitschutz, Konvoischutz. Und natürlich haben die Schiffe der Antike hier, die Kriegsschiffe der Antike mit Spezialentwicklungen, die auf Binnengewässer ausgelegt sind, dann auch entsprechende Leistungen vollbracht. Konvoischutz auf der wichtigsten Handels- und Verkehrsstraße von Mittel- nach Osteuropa und weiter zum Schwarzen Meer. Auf dem Weg dahin galt es für die kaiserliche Marine, nicht nur tückische Strömungen und schroffe Wände zu passieren. Keiner weiß, wie viele Schiffe an diesem Fels zerschellt sein mögen. Es gab auch Verlockendes. Einer der Zielhäfen versprach südliches Dolce Vita, die Luxusstadt Carnuntum am Donauhochufer im heutigen Niederösterreich. Carnuntum ist eine der besterforschten römischen Städte am Limes. Die Archäologen stoßen auf Spuren aus 5 Jahrhunderten. In ihrer Blütezeit beherbergte die Metropole 50.000 Menschen. Da gibt es viel zu putzen. Um 6 nach Christus schlug der spätere Kaiser Tiberius in Carnuntum sein Winterlager auf und zog gegen die Markomannen unter König Marbod in den Krieg. 3 Jahre später gab Marbod den Kopf des Varus, den Arminius ihm als Zeichen des Sieges geschickt hatte, nach Rom weiter. Als Beweis der Bündnistreue. Doch die Markomannen blieben eine ständige Bedrohung. Das Legionslager Carnuntum wurde zur Basis für die Feldzüge ins Barbaricum. Dem Militär folgten die Kaufleute. Sie machten die Stadt reich. Das weckte Begehrlichkeiten.
Im Jahr 171 opferten Markomannen und Quaden ihren Göttern römische Waffen. Ihr Heer hatte den Limes durchbrochen und Städte in Norditalien geplündert. Die Grenze war eben keine unüberwindbare Verteidigungslinie. Kaiser Mark Aurel musste handeln. Auch er bezog Winterlager in Carnuntum, um im Frühjahr seine Legionen gegen den germanischen Feind zu führen. Die römischen Interessen reichten immer auch über den Limes hinaus. Mark Aurel, gewärmt von der Fußbodenheizung seiner Luxusvilla, wird an den Winterabenden den Feldzug minutiös vorbereitet haben. Ob er die Gefahr ahnte, von der Größe des feindlichen Heeres wusste, als er die Götter um Beistand rief? Nach der Schneeschmelze schlug das Imperium zurück. Die römische Kriegsflotte ruderte auf der March, die gegenüber Carnuntum in die Donau mündet, nach Norden. Tief hinein ins Kernland der Markomannen, im heutigen Mähren. Erst in höchster Not griffen die Götter ein, so die Historie. Ein kräftiges Gewitter rettete die seit Tagen eingekesselten, verdurstenden Männer, die schließlich erfolgreich nach Carnuntum zurückkehrten. Jeder Soldat dankte seinen Göttern, die christlichen dem ihren. Im Amphitheater wurde der Sieg ausgiebig mit blutigen Spielen gefeiert. Da herrschte ein gehöriger Bedarf an Gefangenen und wilden Tieren. Bei den Legionären besonders beliebt Gladiatorenkämpfe, bei denen sich besiegte Germanen gegenseitig niedermetzeln mussten. Auf den Kaiser wartete eine eigene Loge, was auf die Bedeutung der Grenzstadt hinweist. Bewegliche Sonnensegel waren selbstverständlich, um, je nach Tageszeit, die feiernde Menge zu beschatten. Der römische Lebensstil hatte sich noch einmal durchgesetzt. Tausende von Scherben im Depot der Archäologen. Zeugnisse eines erneuten Überfalls der Barbaren? Chefausgräber Franz Humer sagt nein. Sein Megapuzzle ergibt ein anderes Bild. Die Fragmente stammen von dem farbenprächtigen Wandputz der Villa eines wohlhabenden Kaufmanns. Mit marmorglänzenden Wänden, wie sie auch in Pompeji entdeckt wurden. Die zu Reichtum gelangten Händler leisteten sich fast jeden Luxus. Der Schmuck für ihre Frauen konnte sich sehen lassen. Oft ist er aus Bernstein. Das ist kein Zufall. Bei Carnuntum kreuzte die Bernsteinstraße von der Ostsee kommend die Donau. Die Vielzahl wertvoller Funde belegt den hochkarätigen Handelsknotenpunkt. Und dabei ist erst 0,5% der Fläche ausgegraben. Die Fundmenge ist so gewaltig, dass die österreichischen Forscher modernste Methoden anwenden müssen, um alle Informationen zu verarbeiten. Ein mobiler Scanner erzeugt sekundenschnell ein detailgetreues 3D-Bild, das von Wissenschaftlern weltweit abgerufen werden kann. Während die Landgrenze um 260 überrannt wurde und die Römer sich hinter Rhein und Donau zurückzogen, ging Carnuntum erst im 4. Jahrhundert langsam unter. Anderen Grenzstädten erging es besser. Budapest. Die Hauptstadt Ungarns ist ebenfalls, wie Carnuntum, Petronell und Wien, aus einem römischen Legionslager entstanden. Und wie Wien blieb sie bis heute eine reiche, pulsierende Metropole. Roms Imperium reichte in Europa bis ans Schwarze Meer. Konstanza, das antike Tomis, war der europäische Endpunkt des Limes. Die Statue des Dichters Ovid steht für die römische Zivilisation weit im Osten.
Dass die römische Herrschaft mit Waffengewalt durchgesetzt wurde, zeigt ein Siegesdenkmal Kaiser Trajans. Über 100.000 Mann zählte seine Armee. Friedenssicherung kann sehr kostspielig sein, damals wie heute. ...1999. NATO-Tornados über dem Kosovo. Um das Land tobt ein Krieg. Mit Luftangriffen versucht die NATO, die Armee der Bundesrepublik Jugoslawien am Boden zu bekämpfen. Damals entstanden tausende Aufklärungsfotos des Kosovo. Noch immer kontrollieren internationale Truppen das Gebiet. In der Minenkommission sind Schusswaffen verboten. Hier werden Satellitenbilder und geologische Prospektionen ausgewertet. Rohstoffe sind dringend benötigte Devisenbringer. Friedrich Lüth, Direktor der römisch-germanischen Kommission, und Christoph Schäfer besuchen die Behörde, weil sie sich von den geologischen Karten Hinweise auf antike Rohstoffquellen erhoffen. Ganz konkret, sie suchen Gold. Die Minenleute konnten aber nur Tipps geben. Finden müssen die Archäologen die Goldminen der Römer schon selbst. Auf einsamen Pfaden geht es Richtung serbische Grenze. Nicht ganz ungefährlich für Lüth und sein deutsch-kosovarisches Team. Schlacke, eine erste Spur. Hier wurde einst Erz verhüttet und noch vor wenigen Jahren erbittert gekämpft, wie die Einschusslöcher verraten. Ein Bauer erzählt von seltsamen Gruben in der Nähe der Bürgerkriegsgräber. Fahndung im Schatten eines der grausamsten Kriege der jüngsten Vergangenheit. Eine gehörige Portion Misstrauen schlägt den Forschern entgegen, als sie in einem abgelegenen Gehöft nach den seltsamen Gruben fragen. Doch einer hilft. Der entscheidende Hinweis auf einen möglichen alten Mineneingang in den Bergen. Vermutlich kam von hier ein Teil des Soldes für die römischen Grenztruppen. Vorne sieht man schön die Abbruchkante. Da ist der Schacht eingestürzt. Sieht man auf dem gegenüberliegenden Berg unterhalb des Heuschobers kleine Stellen, die einen. In der Ferne weitere Löcher. Die verschütteten Eingänge zu antiken Goldbergwerken. Eingang zu einer. Zu einer Grubenanlage. Am Fuß der Berge Grundmauern. Christoph Schäfer ist in Ulpiana geblieben, einer Römerstadt, die auch für die Versorgung der Soldaten am Limes verantwortlich war. Er sucht in Inschriften Hinweise, ob hier das Gold aus dem Bergland weiterverarbeitet wurde. Die Unterhaltung des Grenzheeres verschlang Unsummen. Der Wassertrick, um verwitterte Schriftzeichen besser zu erkennen. Dieser Inschriftenstein wurde jahrhundertelang als Türschwelle benutzt. Zurück im Gebirge. Die Suche nach den Goldminen geht weiter. Mit etwas Überredung konnte ein Einheimischer als Führer gewonnen werden. Nach einem steilen Aufstieg endlich ein handfester Erfolg. Der Eingang in einen Schacht. 10, 20 Meter? Ja, das sind die Spuren. Friedrich Lüth wird ihn von Fachleuten untersuchen lassen. Doch schon ein erster Test lässt aufhorchen. Rückfahrt nach Ulpiana. Die Präsenz der KFOR-Truppen ist unübersehbar. Ein Zeichen, wie instabil die Lage im Kosovo immer noch ist und wie wichtig eine Normalisierung für das Land wäre. Zum Beispiel durch die Wiederaufnahme von Wissenschaft und Forschung. Die deutschen Archäologen betreten im Kosovo Neuland, ebenso wie Kollegen aus Frankreich, die gleich nebenan in Ulpiana graben. Archäologie als Brückenbauer. Kosovaren, Franzosen und Deutsche ergraben ihre gemeinsame Geschichte.
Die Relikte aus der Zeit des Römischen Imperiums erinnern daran, dass diese Epoche nicht nur von Kriegen geprägt war, sondern überwiegend vom Frieden. Pax Romana, gleiche Rechte für alle Bürger des Vielvölkerstaates Rom. Archäologen der römisch-germanischen Kommission bei der Marsarbeit. Das Pilotprojekt steht unter aufmerksamem Schutz. Doch schon haben die kosovarischen Kollegen eine ganze Schar Schüler organisiert, die in ihren Ferien mithelfen. Sie alle tragen gelbe T-Shirts. Sie alle graben nach den Wurzeln ihrer Vergangenheit. Sie alle haben Hoffnungen auf eine friedliche Zukunft. Ohne Carrefour-Panzer und Tornados. Wir kennen alle die jüngere Geschichte des Kosovo, des gesamten Balkanraumes, des ehemaligen jugoslawischen Raumes. Wir wissen, dass Integration nötig ist. Umso mehr ist die Initiative zu begrüßen, hier vor allen Dingen junge Leute aus allen Balkanstaaten zusammenzubringen und in der Schülergeneration für ein gemeinsames Verständnis des gemeinsamen Kulturerbes zu sorgen. Das ist die Basis für ein friedliches Miteinander in Europa. Die Römer waren eine Besatzungsmacht. Das Imperium Romanum aber auch ein Staatengebilde, das in Europa das Fundament schuf für jene Zivilisation, die später das Abendland genannt wurde. Ein frühes, völkerübergreifendes Europa. Mit einer Währung, einem Recht und einem politischen System. Ein antiker Vorläufer der Europäischen Union, dessen Geltungsbereich durch eine deutlich sichtbare Demarkationslinie gekennzeichnet war. So die wissenschaftliche Interpretation heute. Der Limes war kein starres Verteidigungsbollwerk, kein eiserner Vorhang mit Todesstreifen, sondern eine Zoll- und Wirtschaftsgrenze mit Passierstellen, um Menschen- und Warenströme zu kontrollieren. All dies kommt uns doch sehr modern vor. Wie einer der Wissenschaftler sagte, nicht für den Krieg, für den Frieden war der Limes errichtet.